So. Ja, es läuft. Yay. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Morgen. Sonnenuntergang. Sonnenaufgang. Whatever. Ich dachte mir, ich mach mal wieder. Dass er jetzt doch wieder eingibt, der guckt. Dachte ich, ich schließe die Sache mal ein bisschen ab. Also abschließen im Sinne von, ich zeig mal, was bisher passiert ist. In der Zeit, wo es kein Let's Play gab. Und wir hören Musik von Redrum. Das Album It's Better to Burn Out Than to Fade Away hatten wir schon mal. Hat mir aber gefallen, deswegen machen wir das einfach jetzt nochmal mit diesem Album. Und dann kann ich mal zeigen, also die Baumfarm ist da und der Berg ist weg. Noch mein Inventar aufräumen, sehe ich gerade. Und irgendwie hakelt die Maus. Warum rennt er denn jetzt nicht weiter? Mist, so. Mal hier ein bisschen rennen. Als gegebene Tatsache erstmal hin, dass der Baum jetzt weichen musste, damit wir hier etwas Weg kriegen. Ah, deswegen klebte ich fest. So, und wir machen gleich weiter mit Höhlenerforschung. Also nachdem ich gezeigt habe, dass es was Neues gibt. Achso, ja, es gibt noch was Neues. Kann ich auch noch kurz anreißen, kurz zeigen. Und zwar das hier. Der Baum, der auch ein Berg ist, fehlt jetzt. Bis hier. Schau, da. Und da gibt es dann einen schönen Übergang zum Hafengebiet, was noch entstehen soll. Und zwar genau hier. Na, Schweinchen. Geh mal weg. Ja, hier Strand und tiefe Bucht. Wunderbar für große Schiffe. Auch für kleine Minecraft-Paddelbötchen. Und auf diesem Höhenniveau kommen wir dann an mit unserem Ausbau hier. Und das muss hier alles noch verkleidet werden und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen oder mal später. Mal gucken, nach mir gerade der Sinn steht. Knack. Auf jeden Fall danach mir die Knochen zu brechen, so wie sie es anhört. Ach, machen wir erstmal die Bäume hier weg, ne? Ja, und ich bin ja auch stolzer Besitzer des. Da sieht man es. Timbermods. Timbermod ist toll. Deswegen erstmal Bäume hier alle abholzen. Geht ja fix. Mal wieder ein etwas längeres wahrscheinlich. Ich tippe mal jetzt so ein Stühlchen, werde ich machen. Wenn es mich gerade total nervt, dass meine Tastatur ständig hängen bleibt. Wohl doch irgendwas mit Fraps zu tun. Aber ja, was gönnt man sich nicht alles an einem schönen... Inzwischen ist ja hier Sonntag. Also wenn ich das hochlade, ist wahrscheinlich immer noch Sonntag. Ich mache das ja jetzt quasi fertig. Jetzt, just diesen Moment und gleich. Siehst du, nach dem Problem könnte man glatt googeln. Nach den Tasten, die hängen bleiben. So, ich glaube... damit hätte ich es jetzt. Ja, der Baum bleibt stehen. Fällt langsam alles in sich zusammen. Da können wir auch hier noch überdachen.
Ein bisschen Dörte aus der Kiste holen. Die gute alte Dörte. Schon damals war sie nur ein Lückenfüller. So, da oben kommt noch ein bisschen was runter gleich. Also einfach mal hier hinstellen. Zack. Zack. Einen Baum schon mal einsammeln. Das Baum im Sinne von Holz. Spreche ich schon wieder neben das Mikrofon. So, was haben wir auch. Ist doch schön hier, oder? Ist doch echt herrlich. Schön flauschig, lauschiger Sonder. Sonntagnachmittag. Ja, war auch nochmal ein großer Baum. Da fällt alles jetzt hier runter in das Loch. So, das Loch wollen wir ja zumachen. Holen wir gleich mal die Dörte her. Und bis dahin können wir hier nochmal ein paar Bäume fällen. Weil die gerade noch ein bisschen im Weg stehen. Eine großzügige Hafenanlage hinstellen. Großzügig im Sinne von großformatig. Hier an dieser wunderschönen Bucht. Also ja, so gut wie, wie der Anfangspunkt auch am Anfang schien, habe ich jetzt doch mehr und mehr mit Terraforming zu tun. Sammeln ein, Setzlinge und Zeug. Naja, können wir auch gebrauchen für die Baumfarm. Die Bäume hier brauchen wir eh nicht. Wir können die ja dann nochmal neu pflanzen, wenn wir hier fertig sind. Diesen Knochenmehl sollten wir jetzt auch inzwischen überhaben. Dann können wir hier einen schönen Hafen hinbauen. Und ja, wie gesagt, hier über die Minischlucht. Hui. Ja. Knack. Können wir dann ja auch nochmal ein Dächli rüberziehen. Ach, da geht's weiter runter. Hier war ja nichts weiter als das. Ja, Eisen nehmen wir mit. Was kann ich denn sonst noch erzählen? Das ist ja sehr viel passiert in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit. Schalt einfach mal die Klappe. Es gab ja auch mal wieder ein paar Livestreams. Live im Sinne von nicht on demand. Welch Hinweis. So, hier kann ich auch schon wieder nicht mehr. Naja, bin ich da auch schon wieder voll. Jo, ne? Noch ein. Einmal Knochenmehl aus einem Knochen. Hat die Sache jetzt nicht wirklich besser gemacht. Aber da fällt noch so einiges, was wir brauchen könnten. Das nehmen wir auch mal mit. Katsching! Es hängt alles ein wenig. Hängt alles an dich. Das ist nicht so günstig. So. Mal hier die große Runde laufen. Ach, da hinten ist ja auch so viel runtergekommen. Runter, runter, runtergekommen ist so vieles. Ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Bisschen Melone. Dann sieht die Sache gleich schon wieder ganz anders aus. Ja. Na, den wollte ich hier nicht mehr mitnehmen. Ja genau, das ist ja der Ausläufer des Berges, welcher
hier noch ist. Wir können den ja auch irgendwann mal wegschaufeln hier. Scheiß Berg. Braucht sowieso kein Mensch. Berge. Eh nur was für Bayern und Ösis. Das mit den Bergen. So, da war jetzt so viel bei... Hallo? Mein Gott, hängt das hier an. Da wir jetzt so viel bei uns haben... Ach, sogar 3 Diamanten inzwischen. Ja, ich habe Diamanten gefunden. Ja, so cool ist das. So, Setzlinge haben wir auch jede Menge von. Holz haben wir jede Menge von. Es wird schon wieder dunkel. Wie man höret und staunet und machet und tuet. Habe ich das alles schon wieder gelehrt? Ja, habe ich. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Gravier. Pflastersteine. Ja, behalte ich mal. Brauche ich noch ein neues Werkzeug? Eigentlich nicht für das, was ich vorhab. Wir könnten sogar das Werkzeug ein bisschen... Hallo? Ach, stimmt ja. Wir brauchten ja Glas. Irgendwo habe ich Glas hergestellt. Da. Wusste ich gar nicht, dass das so kaputt ist. Tja. Ja, da ist ein Creeper hochgegangen, direkt vor der Tür. Wie könnte es auch anders sein, mit dir scheiß Drecksviecher? Genau vor der Tür. So. Äpfel. Ja, Sand. Sand. Sand kommt hier rein. Da wollten wir nochmal sortieren. Draußen schon wieder Nacht. Passt auch ganz gut. Schaufeln haben wir ja noch ein paar bei. Ach, ach. Nee, nee. Uff, uff. Ah, Ne? So, das nehmen wir mit. Das Knochenmehl. Da ist noch mehr. Ja, das brauchen wir dann gleich um die Bäume. Gleich mal in Bäume, also die Setzlinge sofort in Bäumlinge zu verwandeln. Würde ich sagen. Ach, ach, ach. Och, och, och. Mautz. Mautz, wobbel, wobbel, Mautz. Hätten wir jetzt alle Geräusche so circa durch. Und dann nehmen wir uns mal hier richtig viel Erde mit. Miau. Mautz. Mu. Mäh. So. Jede Menge Stacks mit Erde. Achso, das Glas wollte ich eigentlich auch hier lassen. Passt denn das Glas thematisch hin? Eigentlich passt es hier mit rein zum Sand. Packen wir es da auch mal hin. Dann können wir noch einmal mehr Erde mitnehmen. So. Und dann legen wir uns mal hin. Dieser Weg wird kein leichter sein. So. Come on, come on. Go, go. Ah, Herrlich. So. Hoffen wir mal, dass uns jetzt kein Creeper auf den Kopf fällt. Immer so nachhängt. Oh, ein Enderman. Piepst auch mal wieder durch die Gegend. So, ein Stack hätten wir schon mal verbraucht.
Ist doch gut, oder? Ich find's ja duft. Lalala. So. Hochkonzentriert beim Abladen von Dirt. Curs über mir schon trapsen. Das heißt, die Creeper können nicht mehr fern sein. Wahrscheinlich hängt die Tastatur nach. Also irgendwie scheint der Rechner dann eine Spur zu lang gewartet zu sein. Hier so ein Spürchen. Ja. Da fragt man sich immer, ist das jetzt gerade ein Creeper, der krepiert, oder ein Zombie, oder ist das doch wieder die Musik? Schon herausfordernd hier alles. Ja. So dachte ich mir das. Genau so, nicht anders. Kann ich das hier schon wieder nicht mehr aufnehmen? Ach, wegen dem Fleisch. Ach, was ist das nur mit dem Fraps an meiner Tastatur? Eingaben werden ein Stückchen zu langsam. Also beziehungsweise hängen nach. Die Events scheinen verloren zu gehen, weil die Kiste IO-mäßig so viel zu tun hat im Moment. Also. Dann hängt man da immer so in so einer Ecke und dann kommt man da nicht mal raus. So. Na, doch weniger gewesen, als ich dachte. Naja, gut, wir müssen da oben auch noch jede Menge auffüllen. Gleich macht es wieder Zisch hinter uns und dann macht es wieder Plöck. Ja, und dahin wieder die Taste. Das ist ein wenig. So, jeden zweiten Tastatur-Event verpasst es. Nicht komisch. Oder es ist das neue Optifine, das kann auch sein. Das habe ich gerade eben auch noch aktualisiert. Ich mir dachte, für so eine Aufnahme hier, da nehmen wir dann das Maximum, die maximale Performance. Eben habt ihr das gehört, ne? Wie oft ich auf die Leertaste gehauen habe, bevor es funktioniert hat. So immer, als ob er jeden zweiten, dritten Tastatur-Event verpasst oder ihn auch verdoppelt, wie man eben gerade gesehen hat. Einmal gedrückt. Da hänge ich schon wieder. Irgendwie ist das nervig. So. Optionen. Steuerung. Nee. Optionen, Grafik, Performance, Smooth Input Off. Mal gucken, ob es das ist. Was klingt mir so danach? Wahrscheinlich brauche ich... Nee, es klingt mir zwar danach, aber es war es nicht ganz. Auch. Also es ist irgendwas, was am Fraps hängt, nicht an
relativ fein. Außerdem wäre ja die spannende Umfragefrage. Was wollt ihr sehen? Mehr Höhlenforschung, mehr Gebaue, mehr infantiles Dörte-Geklatscher. So, machen wir hier mal zu. Was soll's sein? Welches Schweindel hätten Sie ihn gern? Nein, es hat nichts mit Snatch zu tun. Auch wenn dieser Film total on vogue ist. Jedenfalls laut der LARF-Filmstatistik. Siehst du, ich hab bei LARF-Filmen jetzt was ganz, ganz, also eine Perle. Eine Perle der letzten. Oh mein Gott, wann kam der raus? Der letzten 10 Jahre wahrscheinlich. Wiedergefunden, mal wieder angeguckt. SWAT. Der Film. Mit Samuel Jackson und einem Bubi. Der Bubi hat so eine ganz tolle Szene. Ist bestimmt ein bekannter Schauspieler, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Bubi. Hat eine super Szene. Und zwar als sie LL Cool J akquirieren für den SWAT-Dienst. Haben sie ja so eine kleine Verfolgungsjagd. Verfolgen einen Verdächtigen und dann laufen sie durch so ein, ach keine Ahnung, durch irgend so ein Asia-Restaurant-Ding, Feuer speit aus allen Ecken und Enden, tote Hühner hängen an der Decke, sind sie da raus und kommen auf irgend so einen Umzug. Also der findet da gerade statt, der Umzug. Wow. Na, doch weniger dort verbraucht, als ich dachte. Ich dachte, ich werde jetzt mal eine halbe Kiste los. Aber es ist nur so ein bisschen hier. Aber das Loch ist zu. Happa, 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 happa. Mal gucken, wo dran das liegt. So, hier kommt man ja noch runter. Ist ja hier auch eine eigene Höhle. Genau. Da kommt man noch durch, das ist supi. Und hier müssen wir das ganze Ding jetzt auffüllen auf die Höhe. Ah. Mal kurz strecken und recken. Und dann ist hier auch überleben. Ja. Wo war ich? Ich war bei diesem komischen Typen da. Bubi. Bubi. Schauspieler Bubi. Der hat da so eine super Szene. Wie gesagt, Verfolgung von einem Verdächtigen. Und dann geht's da irgendwie durch so ein Asia-Imbiss durch und so Flammen und überhaupt und dann sind sie wieder draußen. Und dann gilt es eigentlich nur darum, also der schauspielerische Auftrag ist es angestrengt, durch diesen Umzug zu laufen. Ne? Und das ist möglichst authentisch, weil es soll ja später das Wort werden, also eine Polizeispezialeinheit. Was macht Bubi? Bubi nimmt seinen Schlagstock aus dem Halfter oder hatte ihn, ich glaube, er hat ihn sogar schon aus dem Halfter, während er da durchläuft. Also es ist halt, sie verwechseln das Ganze mit einem Staffelstabrennen, so geht es erstmal los. Auf jeden Fall nimmt er seinen Schlagstock dann raus und dann macht er mit dem den Helikopter, also dreht den so mit zwei Händen total authentisch vor sich im vollen Lauf. Würde jeder machen, der einen Verdächtigen verfolgt. Das ist super. Sieht echt zum Schießen komisch aus. Fällt einem aber auch, also entweder es fällt einem sofort auf oder nie wahrscheinlich. Bei mir ist es beim zweiten oder dritten Mal gucken dieses Films aufgefallen, weil ich finde den Film ja eigentlich echt cool. Zu kurzweilig, kann man öfter gucken. Weil man wartet ja nur auf die paar lustigen Sprüche, die drin sind. Ansonsten passiert hier nicht viel Aufregendes und Überraschendes. Kennt man ja alles irgendwie schon. Aber ja. Ist das? Mit dem Bubi. Es nervt total, dass das hier weiterzieht, obwohl ich nichts mache. Ja. Total. Mein Gott, ich bin ja schon über 20 Minuten. Könnte ich ja jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Könnte ich mich ja um das Problem kümmern und an dieser Stelle sofort wieder einsetzen. Wo wir hier so viel Terraforming wieder betreiben.
Es ist sowieso duster, das heißt, gleich beißt sich was. Ja, jetzt will er wieder nicht rennen, weil ist ja nicht nötig, ist ja nicht Nacht. Brauchen wir ja nicht. Ja, na, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal ein Päuschen. Wir sind ja wieder daheim. Und im Bett. Pock sagt es dem nächsten Tag. Hallo. Und ich guck mal. Bis gleich.